Bismillahirrahmanirrahim, mein Name ist Dr. Yavuz Özuguz. Ich bin mit einer Gruppe von deutschen Muslimen hierher gekommen, nach Karbala, nach einem dreitägigen Fußmarsch aus Najaf. Und wir haben zuerst den Flug gehabt von Deutschland nach Bagdad. Von dort sind wir mit dem Bus nach Najaf gekommen. Und von Najaf sind wir dann drei Tage lang mit dem Fußmarsch hergekommen, sind seit zwei Tagen jetzt in Karbala und genießen den Einmarsch der eintretenden verschiedenen Gruppen aus den verschiedenen Ländern, die wir hier eben gesehen haben. Es waren verschiedene arabische Gruppen. Ich habe gerade eben eine indonesische Gruppe gesehen. Es ist wirklich einfach nur faszinierend. Wir wissen gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Und dieses Motto, das hier dieses Jahr immer wieder stärker herausgehoben wird, ist Al-Hussein verbindet. Imam Hussein a.s. verbindet. Aber erlauben Sie mir, dass ich da noch einen Satz dazu sage. Imam Hussein a.s. ist seit 1400 Jahren unter uns. Und die verschiedenen Völker, die verbunden werden sollen, sind noch viel älter. Es reicht nicht zu sagen, Al-Hussein verbindet uns. Es ist die Aktion, dass Al-Husseini Imam Khamenei uns verbindet. Und Imam Hussein ist durch die Islamische Revolution erst so berühmt geworden jetzt, dass auch die Sunniten ihn kennen und wir jetzt diese unglaubliche Einheit haben, dass man sich wirklich nur dankbar zeigen kann.